Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf finanzdiva.de. Der Jens und ich machen heute einen kleinen Abstecher in die schönste Stadt aus meiner Sicht, New York. Da wohnt der Börsenkorrespondent Tim Schäfer. Tim, schön, dass du heute unser Gast bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Katja und Jens. Ich freue mich drauf. Du lebst ja echt meinen Traum und wohnst mitten in New York. Was ist denn das, was du an der Stadt und an Amerika generell besonders schätzt? Ja, also du hast halt hier viele Sachen, die du machen kannst. Es sind so viele Events, jetzt mal abgesehen von Corona. Es ist einfach unglaublich. Und die Amerikaner sind auch sehr offen. Die lassen dich auch in so Konferenzen rein. Und als Journalist ohnehin hast du viele, viele Möglichkeiten. Sachen, die könntest du in Deutschland, jetzt würde ich mal vermuten, nicht so in der Form erleben. Und sie sind auch sehr offen, also wenn du Anfragen hast für Interviews oder so. Ich habe zum Beispiel den Wirtschaftsminister schon interviewt, der USA, den Wilbur Ross. Den habe ich auf einer Konferenz getroffen, angesprochen. Dann macht er seinen Geldbeutel auf und gibt mir seine Visitenkarte und sagt, ruf die Sekretärin an. Und dann 2 Tage später war ich in seinem Büro gesessen und dann hat er Kaffee reingebracht und dann haben wir 2 Stunden gesprochen. Was war schwieriger, nach New York umzuziehen oder in New York zu bleiben? Ja, der Umzug ist schon schwierig, weil es ist nicht so einfach, weil du musst viele Sachen dann regeln und du fängst im Grunde bei null an. Das ist, also du musst zum Beispiel so ein Girokonto einrichten, ja? Oder du brauchst so eine Social Security Karte. Sonst kriegst du kein Girokonto. Und so Sachen sind am Anfang schon kompliziert, so in die Wege zu leiten. Das ist nicht, also du musst dich auch im Vorfeld um ein Visum kümmern und so. Es ist einiges zu tun. Corona hat ja das Leben auf der ganzen Welt verändert und großen Schaden angerichtet. Wie hat sich denn jetzt der Alltag in New York verändert oder ist die Normalität zurückgekehrt? Ja, also ich habe es ja schon angesprochen, oft auf Konferenzen gegangen und zu Presseterminen und so. Das findet jetzt halt alles online statt. Das ist schon schwieriger, da den Job zu machen. Es macht auch weniger Spaß, ehrlich, mit der Zeit nervt es einen. Ich glaube, viel auch das Reisen und so ist alles mehr oder weniger bei mir eingestellt worden. Aber ich glaube, da ist kein großer Unterschied zu Europa, also Restaurants sind so reduziert möglich, dass man da hingehen kann. Draußen, man muss draußen sitzen oder die dürfen nur ein Viertel der Tische belegen in New York. Das ist schon also vieles reglementiert und reduziert, was aber auch gut ist, weil das Virus ist schon gefährlich und man hat Einschränkungen, aber damit kann ich leben, muss ich leben. Also ich akzeptiere das und kritisiere das jetzt nicht. Reden wir nochmal über die USA und deinen Umzug. Wie oft hast du im ersten Jahr darüber nachgedacht, wieder zurückzukehren? Und wie oft denkst du heute noch darüber nach? Hast du manchmal Heimweh? Ja, am Anfang war ich total begeistert. Man hat so verschiedene Phasen. So die ersten Wochen, Monate waren fantastisch. Und dann hat man irgendwann mal so einen Rücksetzer. Aber egal, wo man ist, Probleme hat man immer, ja. Und auch vielleicht persönliche Probleme, die wird man eh nie los. Egal, ob ich jetzt in Neuseeland wohne, in der Schweiz oder irgendwo in Alaska. Von daher, also ich glaube, was viele falsch machen, ist, weil wenn sie sich entscheiden, die behalten dann daheim noch ihre Wohnung, ihr Auto. Zum Teil habe ich das auch gemacht. Und ihre Kleidung ist noch daheim im Schrank und so. Und wenn dann ein Problem kommt, was mittelgroß ist, und dann sind die schon wieder halb am Zurückkehren in die Heimat. Man muss irgendwie so einen Schnitt dann auch machen und sagen, hey, meine Wohnung muss ich irgendwann mal aufgeben, mein Auto zu Hause in der Heimat sollte ich verkaufen, wenn es mir gefällt, weil irgendwann, also Probleme hat man überall, egal wo man ist auf der Welt. Reden wir mal über die US-Wahl. Der neue Präsident wurde ja gewählt und hierzulande in Deutschland wurde relativ einseitig und pro Biden berichtet. Ja. In einem Jahr ist Bundestagswahl. Was denkst du, interessiert das in Amerika überhaupt irgendwen? Ja, das ist halt schon ein gigantisch großes Land und eine riesen Volkswirtschaft. Die Amerikaner, die haben schon was von Merkel gehört und so. Aber
Ich glaube, das geht ja unter, weil die sind auch sehr interessiert natürlich um eigenen Land in der Berichterstattung und so. Oder? Also das ist vielleicht ein kleines Event, aber da wird kein großer Wert drauf gelegt von der Berichterstattung her, ob das jetzt bei CNN ist oder bei Fox oder wo auch immer. Es wird drauf eingegangen, aber ein Randthema ist das. Bleiben wir mal bei dem Thema. Hast du nach Bidens Sieg dein Depot umgeschichtet? Nein, ich bin ja so ein Buy-and-Hold-Anleger. Das heißt, ich halte das durch. Ich mache so extrem Buy-and-Hold. Wenn ich Aktien kaufe oder ETFs, dann plane ich die zu halten die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Also ich ändere daran nichts. Was sind deine aktuellen Favoriten an der Börse? Also ich habe ja eine große Position in Berkshire Hathaway von Warren Buffett, die Beteiligungsfirma. Da bin ich begeistert, weil der so halt langfristig denkt und das solide ausgerichtet hat und nicht spekulativ, sondern so wirklich so vorsichtig vorgeht und wirklich auch aufpasst, woran sich beteiligt und so. Was finde ich noch? Ich habe so ein paar Banken und dann habe ich Netflix. Meine größte Position ist Netflix. Also da bin ich auch total begeistert von. Tim, wenn man bei Google das Wort Frugalist eingibt, dann muss man nicht lange scrollen, dann kommt man ziemlich bald auf deine Beiträge. Siehst du dich als Frugalist oder siehst du dich einfach nur als sparsam? Hast du zum Beispiel Netflix-Abo oder nur die Aktien? Ja, also wir haben Netflix-Abo auch. Also ja, ich bin sparsam und frugalist. Ich weiß gar nicht genau, wo jetzt der Unterschied ist. Also ich passe halt auf, dass meine Lebensstilinflation nicht außer Rand und Band gerät und dass ich mich nicht so weichspülen lasse von der ganzen Werbung, was man alles braucht. Ich habe kein Auto. Ich habe noch nicht mal eine Waschmaschine und Trockner. Ich gehe in so einen Waschraum hier im Haus. Als der Mikrowellenherd kaputt gegangen ist, habe ich den auch nicht ersetzt, weil ich denke, ich brauche es einfach nicht alles sofort. Ich zögere das auch raus, so Konsum. Wenn andere halt ständig jetzt Kleider kaufen und so, denke ich, warum brauche ich das? Mein Schrank ist ja eh schon voll, übervoll. Brauche ich jetzt noch die 12. Jeans und das 10. oder 20. T-Shirt? Wahrscheinlich nicht. Also ich bin sparsam und frugal, ich würde sagen beides. Also. Naja, ein Frugalist würde sich die Mikrowelle selber bauen aus alten Taschenlampen oder sowas, ich weiß es jetzt nicht. Aber du investierst dein Geld ja gerne in Firmen, die einen gewissen Luxus herstellen. Und du selber bist ja eher so der, der den Luxus verzichtet. Hast du jetzt nicht Angst, dass dein Beispiel Schule macht und die Luxusfirmen irgendwann keine Kunden mehr haben dadurch? Nee, also weil der Bedarf der Konsument ist schon total gierig auf das Zeug. Und das kriegt man einfach nicht raus aus den Menschen, die über 90% sind wirklich auf Konsum getrimmt. Und die wollen auch nicht irgendwie drauf verzichten, sondern da gibt es auch so Sprüche, ich lebe heute und nicht morgen. Morgen kann ich tot sein oder was interessiert mich das? Ich muss das sofort haben. Im Grunde ist es auch so, wie so kleine Kinder, die können das gar nicht so aufschieben, gewisse Dinge. Und deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen. Also es ist so verankert in der Gesellschaft. Wir leben ja in einer Konsumgesellschaft. Und wir werden so auch bei den meisten Familien werden wir so aufgezogen, dass wir halt ein neues Auto brauchen alle paar Jahre. Und das ständige Kaufen halt ist in uns drin. Ich weiß genau, wovon du redest, weil wer nach USA kommt, der lebt das, glaube ich, noch viel extremer. Die USA sind ja sozusagen das Mekka des Überflusses. Wie fühlst du dich als Leuchtturm der Nachhaltigkeit im Land, in dem sozusagen alles neu und teuer sein muss? Ja, also ich glaube, so New York ist so ein Sonderfall. Aber du hast recht, gerade wenn du so in ländliche Bereiche gehst oder in die Südstaaten und so, da haben die Leute auch viel mehr Platz und da wird ständig gekauft. New York ist deswegen ein Sonderfall, weil halt der Immobilien, die Quadratmeter sind extrem teuer, ob Miete oder Eigentum. Deswegen ist der Platz begrenzt. Ich glaube, ja, in New York gibt es auch viele, die über Nachhaltigkeit nachdenken und so. Ich weiß nicht, also ich fühle mich hier wohl, auch wenn es Konsum, sag ich mal, gierige Menschen gibt und richtig süchtig darauf. Ich kann ja nicht jeden belehren und ich muss damit leben. Also ich akzeptiere das.
Du machst ja sehr viel Gedanken über Altersarmut und gerade auch über Frauen, über die Rente von Frauen. Was kann eine deutsche Rentnerin von ihren amerikanischen Kolleginnen lernen? Was machen die amerikanischen Rentnerinnen besser? Also Altersarmut gibt es ja auch und es gibt schon Probleme, auch für Frauen natürlich. Im Job gibt es jetzt auch nicht so die Gleichberechtigung, was die Bezahlung angeht, Aufstiegschancen. Ich glaube, das ist weltweit noch ein Phänomen, wo die Gesellschaft dran arbeiten muss, die Gleichberechtigung und andere Probleme, die es noch gibt, wie zum Beispiel Rassismus, stärker in den USA, würde ich mal sagen. Aber woran kann man arbeiten? Die Amerikaner haben mehr Aktienbesitz, also das ist ja Betriebsvermögen, was sich besser rentiert. Da gibt es ja so viele Studien zu, die sagen, dass Aktien und Unternehmertum bringt das meiste Geld für dich. Deswegen muss man da ein bisschen mutiger sein. Vielleicht über ein ETF, eine Frau, wenn sie jung ist, früh anfangen in ETFs, Schulden vermeiden, Konsum reduzieren, eben nicht mitmachen bei diesem verrückten Lebensstil, Inflation, dass halt das Hotel immer größer und toller sein muss und dass der, wenn man ein Flugticket kauft, dass das dann gleich Business Class sein muss oder so. Man muss sich ja da nicht dran beteiligen, kann trotzdem konsumieren und gewisse Dinge genießen, aber man muss nicht übertreiben und das ständig hochfahren, sondern eine positive Sparquote, würde ich mal fast sagen, von 20%. Vielleicht noch einen Nebenjob dazu nehmen, das hat mir geholfen, eine hohe Sparquote zu haben, weil den Nebenjob habe ich komplett dann investiert und natürlich noch vom Hauptjob einen Teil. Also ich glaube, man kann auch viel Spaß haben, wenn man nicht unbedingt am Konsumrad dreht, sondern in die Natur geht, Sport macht, Freunde trifft, Picknick und das mache ich mit meinem Partner, das machen wir ständig, so ganz einfach halt, lebt ohne groß irgendwie ständig da Hunderte von Dollars rauszugeben für ein Dinner oder so. Ich denke halt auch, in New York hast du den Vorteil, dass es steuerlich interessanter ist, als wenn du in Deutschland lebst. Deutschland ist ja ein Hochsteuerland und da haben es viele Frauen sehr schwer. Ab 8.000 Euro müssen Geringverdiener schon, werden die schon besteuert. Ja. Gegen Leute, die jetzt was erben, in der Regel davon kommen. Und ja, wir haben auch sehr viel Ungerechtigkeit hierzulande und das erschwert es sehr vielen, auch Geringverdienern und Frauen nach vorne zu kommen und Vermögen zu bilden. Tim, vielen Dank für deine Zeit, für das Interview. Ich freue mich auf nächstes Video. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst unter dem Video eure Kommentare und gerne auch ein Like. Und wir freuen uns, wenn ihr bald wieder einschaltet auf finanzdiva.de. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Ciao.